Den roten Teppich gibt es in diesem Jahr nur mit ganz viel Abstand. Im Norden Spaniens hat das San Sebastian Filmfestival begonnen, zum 68. Mal. Pandemiebedingt als kleinere Version mit weniger Stars. Erwartet werden die amerikanischen Schauspieler Johnny Depp und Matt Dillon. Bei der Eröffnungsgala lud der Festivaldirektor seinen Kollegen aus Cannes ein, mit auf die Bühne zu kommen. Der beste Ort, um einen Film zu sehen, ist immer noch das Kino. Wir wollten, dass das Festival von Cannes zu uns kommt, wenn wir unser Festival in San Sebastian eröffnen, als Symbol der Einheit zwischen den Festivals und in gewisser Weise als Tribut an die anderen Festivals, die nicht stattfinden konnten. Das Kino wird niemals sterben. Der Eröffnungsfilm war eine Weltpremiere, Rifkin's Festival von Woody Allen, der vor einem Jahr in San Sebastian gedreht wurde. Das Festival von San Sebastian läuft noch bis zum 26. September. Well, we put in quite a day today, huh? You did. You were unbelievable.